Herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Porsche ist eine Weltmarke aus Deutschland. Das kann aber trotzdem nichts daran ändern, dass auch Porsche als Teil des VW-Konzerns in massive Schwierigkeiten geraten ist, die für die gesamte, zumindest deutsche Autobranche gelten. Abgasskandale und Handelsschwierigkeiten schwächten den Kurs innerhalb eines Jahres deutlich. Deshalb verlor Porsche in dieser Zeit mehr als 28%. Damit stellt sich die Aktie in eine Reihe derer, die als Automobilwerte fast schon historischen Tiefständen entgegenlaufen. Dennoch ist die Aussicht für das Jahr 2019 wieder besser geworden. Chartanalysten vermuten zwei wichtige Unterstützungen. Bei 55 und bei 50 Euro könnte es zu einem deutlichen Turnaround kommen, wenn die Kurse noch einmal sacken. Charttechnisch betrachtet wird es interessant, wenn der Kurs auf mehr als 65 Euro nach oben klettert. Dann besteht die Chance auf einen Ausbruch auch über 70, da kaum noch Widerstände zu erkennen sind. Wirtschaftlich betrachtet sind aktuell allerdings der Fantasie Grenzen gesetzt. Musterverfahren gegen die Automobilunternehmen wegen des Dieselskandals könnten teuer werden. Technische Analysten spenden aber Trost. Die Aktie ist zumindest in einer neutralen Verfassung. Alle Trendindikatoren weisen noch immer die Chancen auf einen Aufwärtstrend aus. Für Porsche sieht es besser aus als für zahlreiche andere Konkurrenten.